Hallo, ich grüße Sie wieder ganz herzlich in meiner Küche. Heute gibt es bei mir leckere Kartoffelbällchen mit Kräuter und Käse gefüllt. Und die werde ich noch ausbraten oder frittieren in Öl. Also wenn Sie interessiert sind, dann bleiben Sie dabei. Alles, was wir dazu brauchen, sind Kartoffeln. Ich habe jetzt schon Kartoffeln abgekocht, einfach in Salzwasser. Ich habe jetzt nicht, wollte jetzt nicht zeigen, wie ich sie schäle, und das kann jeder, glaube ich. Dann brauchen wir Käse. Ich habe ihn jetzt fein gerieben, so ca. 150 Gramm. Man kann auch weniger nehmen. Etwas Grünzeug. Ich hatte noch zu Hause ein bisschen Petersilie gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das jetzt ist. Nehmt einfach nach Gefühl. Und noch im Eisfach hatte ich noch ein bisschen Frühlingszwiebel. Die kommen jetzt auch zu den Kartoffeln. Pfeffer. Und wer will, noch Salz. Salz dazu tun. Also, und für die so eine Art Soße, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, brauchen wir 2 Eier, 100 Gramm Schmand, Joghurt oder Sauerrahm, was auch immer, was Sie jetzt zu Hause haben, 3-4 Esslöffel Mehl und Salz. Als erstes werde ich jetzt die Kartoffeln stampfen. Also übrigens kann man das Gericht machen, wenn man zum Beispiel übrig hat Kartoffelpüree, dann kann man auch direkt das auch machen. So, ich habe jetzt die Kartoffel gestampft. Also Kartoffel habe ich jetzt ganz einfach, diese vorwiegend festkochende, genommen. Ich habe jetzt da nicht extra geguckt. Nehmt einfach, was ihr jetzt so immer nehmen zu Hause. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Statt Petersilie kann man natürlich auch andere Kräuter nehmen, Dill oder was man so zu Hause hat. Wie ich immer sage, ich habe jetzt das auch zu Hause ein bisschen übrig gehabt, deswegen will ich das verwenden. Man kann auch, glaube ich, ohne gar nichts, ohne Kräuter. Ich werde das jetzt ein bisschen alles so schön vermischen. Ich habe jetzt alles schön vermischt. Jetzt habe ich mir ein bisschen die Hände mit Öl eingerieben, damit sie besser formen sind, und forme jetzt daraus so Bällchen. Wie groß sie sein sollen, entscheidet selber. Ich mache sie so ungefähr. Wenn es zu viel ist, kann man natürlich die Zutaten auch verringern, zur Hälfte machen. Also jetzt werde ich so eine Art Soße oder Klee, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, zusammenmischen, weil dann werde ich die Bällchen darin tunken und frittieren. Das wird sehr lecker sein. Salz kommt dazu. Ich habe jetzt hier saure Sahne. Ihr könnt auch Joghurt nehmen, Naturjoghurt oder Schmand. Ja, ich werde wahrscheinlich das mit dem Schneebesen machen, ist besser. So, jetzt kommt das Mehl dazu. Ich habe jetzt hier 4 Esslöffel. Ich will aber schauen, ob ich nicht weniger brauche, weil ich will, dass das nicht zu dickflüssig habe. Jetzt. Ich glaube, ich nehme noch einen Esslöffel. So, ich werde sie jetzt frittieren. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe jetzt in der Pfanne etwas Öl. Ja, die müssen schon ein bisschen schwimmen. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig, wie man das jetzt macht. Also, ich habe jetzt auf mittlerer Stufe das gemacht, nicht so heiß. Damit sie langsam braten. So, jetzt nehme ich mir noch eins. Ich will mir nicht die Hände so ein bisschen, deswegen mache ich das so. Muss man ein bisschen sich da behelfen. So. Upsala. Und so weiter werde ich das jetzt versuchen, die Pfanne voll zu machen. Ich habe jetzt alles fertig frittiert. So sehen sie aus. Ich habe jetzt mir Schmand ein bisschen in den Schälchen genommen. Das werden wir mit Schmand essen dazu oder Joghurt, was man so zu Hause hat. Ich will mal jetzt eins nehmen und einfach zeigen, wie sie von innen aussehen. Sie sind noch ziemlich warm. Ah, der Käse hier.
Ich nehme jetzt ein bisschen Schmand dazu. Ja, schmeckt. Also, ich kann nur empfehlen, das schmeckt so lecker. Mit Schmand dazu. Wunderbar.